Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Need for Speed Unbound Video. Und ja, im letzten Video haben wir den Wagen ein wenig aufgetunt und ich bin jetzt bei A208. Aber weiter geht's direkt nach dem Intro. So, der Kalender steht auf Montag, The Takeover. Und ja, dann wollen wir doch direkt mal raus und mal gucken, was haben wir hier denn alles. Da oben ist gesperrt. Dafür brauche ich einen B-Wagen. Ich habe gerade allerdings nur ein Auto. Mal gucken, wann ich mir ein zweites Auto leisten kann. Ich habe gerade nur 6.250 Dollar. Aber das sieht doch gut aus. Startgeld 0 und man verdient 3.400. Was haben wir hier? Großes Risiko. Startgeld 2.250 und wir bekommen 7.875. Komm, das machen wir als erstes. Dann direkt die Garage verlassen und dann will ich mal dahin fahren. Oh, Moment. Sorry, ich hatte den Sound nicht auf den Kopfhörern. So, jetzt aber. Schnapp dir Stift und Papier. Ich hab irgendwie die Hände voll. Mit was? Jongliermessern. Echt? Wusste gar nicht, dass du beim Zirkus bist. Ich fahre? Oh, klar. Dann merkt ihr einfach alles ganz genau, was ich jetzt sage, okay? Events mit hohem Einsatz sind teuer. Das Preisgeld ist hoch, das Risiko aber auch. Bei Duellen fährst du gegen eine andere Person und zeigst der, wie der Hase läuft. Beim Marathon ist ganz Lakeshore dein Spielplatz. Dann gibt es noch die Rennen. Sieger kriegt alles. Ach, falsch rum. Langstrecke bis zum Tod. Wie bitte? Was? Hä? Bis zum was? Wollte nur sicher gehen, dass du zuhörst. Kurz gesagt, viele Events, viel Geld zu verdienen. Also mach schon. Und ein kleiner Tipp aus meinen 3 Jahren Clown College. Mach sie scharf auf mehr. Du warst auf dem Clown College? Was meinst du, wie ich 20 Leute in ein Auto kriege? Okay, das wollte ich mir gerade zu Ende anhören. Und dann geht's jetzt rein in das Rennen und direkt mal los. Das erste Rennen jetzt in dem Video. Und da bin ich gespannt. Großes Risiko. Ich bin gespannt. Speedrennen. Mal gucken. Ja, komm. Wir gehen auf jeden Fall die Wette ein und starten das Ganze mal. Ein paar Kröten mehr verdienen. Ist doch immer gut, oder? So, dann lass mal starten. So, das hat doch gut geklappt. So, gib mir mal Windschatten. Ich habe das Spiel jetzt auch auf Xbox angefangen. Also jetzt gerade spiele ich auf der PlayStation 5. Aber ich habe es auch auf der Xbox angefangen. Für Livestreams. Ich weiß, dass der Online-Modus unterschiedlich ist zum Offline-Modus. Aber ich wollte trotzdem auf der Xbox anfangen. Weil, ja, weiß ich nicht. Wenn ich livestreame. Oder. Was ist hier denn los? Sagen wir es anders. Ich würde livestream mit diesem Account jetzt hier. Dann würde ich mir ja. Ja, keine Ahnung, die Let's Plays selber zerstören. Und deswegen habe ich mir das auf Xbox nochmal gegönnt. Und ja, hab's auf Xbox auch angefangen. Ah, komm schon, ey. Aber da kommen wir wieder dran. 4, 3, oh, auf Platz 5 bin ich gerade aktuell. Junge, Junge, Junge. So, erstmal hier an 3 vorbei. So, du bist nämlich meine Wette. Ah! No! No, 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 no. Alter! 42%. Ah, da ist noch alles drin. Da ist noch alles drin. So, komm schon, komm schon, komm schon. Und dran vorbei. So. Und so ziehen wir auch die anderen auf. Aber ja, das Rennen ist natürlich total nice. Wir haben so viele Geraden. Die holen wir auf jeden Fall noch ein. Guck mal, da vorne sind sie, ja? Nur Barzahlung möglich. Geil. Aber das Rennen ist cool. Das bockt auf jeden Fall. Woo. So, hier aufpassen jetzt. Ey, was macht er denn da? Wieso? Hey, er lenkt volle Kanne raus da. Wieso ein Irrer? Was soll das denn? Ach, komm schon. Was war das denn jetzt, ey? So schön die Kurve bekommen und dann rutscht der Wagen einfach raus. Er fliegt einfach weg. Ey, das ist ja... Ey, das war jetzt aber richtig mies. Okay, die hole ich, glaube ich, jetzt doch nicht mehr ein. Ich hätte alle eingeholt. Also mit der Kurve jetzt, aber... Das war ja jetzt mal Rotz. Komm schon.
Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Den verlierst du wohl. Auch noch hier am Ärger, ey. Was soll das denn? Ja, komm. Einen Neustart gönne ich mir. Ach so, und nicht wundern, ich habe die Schwierigkeit runtergestellt für das Let's Play. Weil, ja, keine Ahnung. Ich finde, dass es auf leicht auch teilweise schon eine Herausforderung ist. Deswegen, und ich mache ja nicht einen hier auf LPN 05, der gleich auf schwer da reingeht. So, hier, komm schon. Und dran vorbei. So, direkt zum Start auf 1. So gehört sich das. So, gut aufpassen, dass der Wagen nicht wieder wegrutscht wie vorhin. So. Jetzt hier ordentlich durch. Bisschen bremsen. Ich komme nicht dran vorbei. Was soll das denn? Ich lenke. Ich lenke da komplett ein und der Wagen kommt einfach nicht dran vorbei, ey. So ein Rotz. Junge, Junge, Junge. Egal. Das klappt aber noch. Da ist noch alles drin. Wir haben ja dann noch eine Runde vor uns. Da vorne sieht man schon Blaulicht. Oh, das ist gut für uns. Oh. So. Ach, lenk doch. Nehmen Verfolgung auf. So. Ich bin Erster. Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass ich dann am Platz 1 vorbei bin an Varu. Der läuft. Ha. So ist gut. So gefällt mir das. Letzte Runde. Ich werde jetzt gleich die Kurve da wieder aufpassen. Ich werde dich noch überholen. Nein, wirst du nicht. Schön weit außen. So. Er rutscht und rutscht hier. Das ist die wahre Nichtpracht. Nein. Wow. Unbedingt in die Luft verlegen. Okay. Das hat geklappt. Nicht schön, aber es hat geklappt. Junge. Was für ein Rennen. Ja gut, aber stand hier hohes Risiko, ne? Also... Bams. So. Weg mit dem. Das habe ich jetzt riskiert. Ein One-Hit. Du wiederholst dich. Ich werde dich noch überholen. Ich glaube nicht. So. Jetzt aber... Jetzt sieht's gut aus. Die Kurve kriege ich irgendwie die ganze Zeit nicht, ne? Eben schon, jetzt schon. Also, egal. Aber die Hauptsache als Erster, als Ziel. Alles andere ist unwichtig. Gewonnen! Sehr nice. So. Ach, ich wollte doch die Pose ändern wegen der Jacke. Na, egal. 6275 Gewinn. Wegen der Nebenwette 650 plus, das ist doch schön. Dieses Startgeld, ne, ich finde das so unnötig. Aber egal. Ist halt so. Fahndungsstufe 3. Sehr nice. So, haben wir eine Verfolgung oder geht's so weiter? Ja, war klar. Das war doch da. Straßensperre eingesetzt. So, dann direkt mal hier umdrehen. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung Lake Ja, da hinten hat sich schon mal gecrashed. Wir sind da. Wir können das nicht mehr lange durchhalten. So, die Cops sind ja nicht die schlausten. Dann wollen wir mal gucken. Warte mal, hier unten. Nee, da kann ich leider nicht runter. Ich will unter die Brücke. Ja, aber hier komme ich nirgendwo runter. Persönlicher Rekord, aber nicht mal ein Stern. Oh! Subjekt flieht Richtung Southland Drive. Hier kann ich runter. Bams. Sie wird erwischt, Zentrale. Subjekt ist uns auf Southland Drive entwischt. So, Auto ausmachen und warten. Ach, guck mal, und da ist sogar... Was ist das? Sie können nicht weit sein. Nee, irgendwo ist hier was. Na egal. So. Ich breche ab, Zentrale. So, was ist das denn jetzt hier? Hey, ich habe gehört,
du hilfst den Leuten. Soll vorkommen. Kannst du zu mir kommen? Aber klar. Das ist nicht. Ach, so oben ist das. Okay, alles klar. Dann mal gucken, was das ist, was da oben sein soll zum Sammeln. Hey, Tess. Ich habe gehört, ach, die Community okay, hat Plakat. Eigene Herausforderungen aufgestellt. Alles klar. Von wo springe ich denn da runter? Wirst du bezahlt. Echt jetzt? Das klingt so einfach. Okay, okay, ich fahr mal hier hoch. Dann erwarte ich, dass ich heute Nacht auf einem Bett aus Geldscheinen schlafe. Okay. Achso, einfach hier runter, wa? Okay, dafür war ich zu langsam. Ja, egal. Dann, Boost Racer SOS auf dem Weg. Hä? Was ist das denn? Belohnung, Versteck. Reap in Not. Okay, sollen wir da mal hinfahren? Komm, da fahren wir hin. Aber ich will eigentlich das Plakat haben. Oh nee, Mist, die Steine nicht gesehen. Ja, komm. Weil gerade kommst du auch noch hier hoch. So, komm schon, komm. Oder war ein Kopf. Dann nehme ich diesmal ein bisschen mehr Anlauf. Weil das Plakat, das will ich haben. So, jetzt hier umdrehen. Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir machen das voll. Dann Vollgas. Ach Mist, von hier reicht das nicht. Na egal. Ach komm, so langsam wie ich war, fliege ich hier richtig. Das ist doch nicht normal. Komm, mach's mir doch nicht schwerer, als es ist. Egal, ich nehme einfach Anlauf und fahr da runter, fährt. Zentrale hier, wir haben Sichtungen des Zielfahrzeugs bei Southland Drive. Ja, das juckt nicht, weil, wie gesagt, die Cops sind ja eh noch ein bisschen blöd. Zack. Ich hab's gerade noch gesagt, dass die Cops ein bisschen blöd sind und er fährt da rein. So. 250 erhalten. Denn mal wieder abhauen. Aber wir fahren einfach hier zu dem Kollegen hin. Ach komm. Chill mal. Wir müssen uns von der Verfolgung zurückziehen. Wir richten uns ganz an Zoo-Zentrale. Ja, tue ich auch. Vielleicht noch geht's. Au! Ziele aufs Heck. Dieser Sack. Die kann man so gut verarschen, es ist so geil. Zielperson hat wahrscheinlich ein paar Zähne verloren. komm schon. Das Objekt hat sich bei Douglas Park in Luft aufgelöst. Sind die blöd, ey. Komm schon, schneller. Wer steht da drin? Tut mir ja leid, aber 2440 ist entkommen. 2440 bin ich, alles klar. Tut mir ja leid, aber 2440 ist entkommen. Ah, schade, hat nicht geklappt. Hätte ja sein können, dass es klappt. Zentrale hier, wir haben Sichtungen des Ziels. Oh, komm schon. So, ich bräuchte mal eine Tankstelle. Zentrale, Streifen in Verfolgung auf. Interceptor ist raus. Muss ich aber mal wieder entkommen hier. So. Ich brauche Hilfe, die Ratte hat sich verkrochen. Das Objekt ist irgendwo bei Douglas Park verschwunden. Ich verhafte die Zielperson heute noch. Ja. Unter allen Umständen. Denkst doch nur du. Das denkst auch nur du. Zielfahrzeug ist entkommen, das war's. So, da lang. Und hier runter. Könnte eine Tankstelle gebrauchen, wie gesagt. Weil, ne? Ihr habt es ja gesehen. Oder ihr seht es unten.
Wagenzustand ist rot. Kritisch also. So, sehr schön. Was ist das hier? Ist das eine Tanke? Ja, sehr gut. Hä? Gerade erst gar nicht erkannt, aber doch. Sehr gut. Auto ist wieder heile. Was für Freundchen? Die Passanten reden ja. Hä? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, aber läuft. So. Was ist hier los? In was für Nöte bist du? Bereit. Bring den Racer zum Versteck. Machen wir. Kein Problem. Hey, Boost. Du brauchst also einen Boost? Originell. Kannst du mich schnell von hier wegbringen? Das ist mein Job. Ach Mist, ey. Alles voll mit Cops hier? Danke. Aber, oh, sieht gut aus. Vermeide ich lieber. Ich auch. Alles klar? Ja. Also, du kommst mir schüchtern vor. Das hat gut geklappt mit den Cops jetzt gerade. Hä? Wo lustig, hätte ich da auch unten anfangen können? Ach komm, ey. Ich hab's im letzten Moment gesehen, dass man die Kante nicht fahren kann. Diesen Anime gesehen. Okay, also ein Cartoon. Cartoon? Ein Anime ist kein Cartoon. Oh, tut mir leid. Worum ging's da? Um diese zwei Typen in Japan, die in den Bergen Straßenrennen fahren, bis Bäm! Der eine den anderen hintergeht. Ihren Streit bringen sie dann auf die Straße. Wow. Sollte ich mir vielleicht ansehen, damit ich weiß, wie es ausgeht. Mach das. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Die Farben, der Stil. Unglaublich. Oh, schaffst du denn, komm. Das war eine völlig neue Welt. Okay. Hast du noch nie Scheiße. Ein Anime gesehen? Als Kind durfte ich kaum Fernsehen. Okay, hat geklappt. Schande. Ich kann dir ein paar Tipps geben, wenn du Interesse hast. Klar. Warum nicht? Auch schon wieder das ist einer. Toll. Verändert dein Leben. Mir hat's geholfen. Bams. Hatte wohl einen positiven Einfluss auf dich. Das stimmt. Wie viele hier unterwegs sind. Wusstest du, dass es Anime seit 1956 gibt? Nein. Und wusstest du, dass 60% aller Animationsfilme Animes sind? Jetzt weiß ich's. Was labert der da die ganze Zeit von Animes? Pass auf die Leute auf! So. Abgeliefert. Versteck freigeschaltet. Sehr nice. Kein Problem. Hey. Ich lass dir ein paar Empfehlungen zukommen, okay? Ach, musst du wirklich nicht. Der Großteil meiner Freizeit geht fürs Fahren drauf. Nein, nein, ist echt kein Ding. Ich schicke dir ein paar Tipps. Die wirst du lieben. Alles klar. Dann schick mir mal ein paar Tipps. Neues Versteck freigeschaltet. Sehr nice. Wir fahren aber noch ein bisschen weiter, oder? Fahndungsstufe 3. Da geht auf jeden Fall noch was. Mal gucken. Wir riskieren noch ein bisschen. Ah, es sind schon viele Cops unterwegs, aber... Die kriegt man auf... Ah, Mist, da vorne ist auch wieder einer. Ich wollte gerade sagen, aber die kriegt man noch weg. Mal gucken. Hoppa, komm. Aha. Ach, wieder kein Stern. Wir sind noch ein bisschen zu langsam. Immer noch. Aber egal, das wird sich wahrscheinlich demnächst auch noch ändern. Oh, komm, komm, komm. Du näherst dich dem Treffpunkt. Ach nee. So. Auf geht's. Ab zum Event. Und was haben wir denn da? Startgeld 0 und... Ja gut, das können wir nicht fahren. Kein B-Auto. Egal, dann machen wir das. Wir wetten natürlich... Achso, da fahren aber echt viele mit, du. Dann wetten wir auf die $450. Ja, egal, komm. Takeover. You see out here, street style, it's everything. Old fashioned, new fashion. It's all about the love for passion. You
gonna paint this whole city black and burn. Okay. Oh, geiles Auto. Say it pays the cost to be the boss, right? Let's show him who's in charge. It's the takeover. Okay, cool. Was muss ich machen? Ach! Zu schlagende Punkte. Du bist als nächstes dran. Okay. 64.939 Punkte sind zu schlagen. Alles klar, ich hab das schon gesehen. Sehr nice. Ich hab das bei Basti im Livestream gesehen, also zur Fixipo. Grüße gehen raus. Ja, nice. Bin ich mal gespannt, wie ich mich anstelle. Fürs erste Mal dann jetzt. Okay. Okay, okay, okay. Boah. Okay, mal so ein bisschen hier mit Nitro spielen. Ah, die, genau, die Dinger hier umfahren. So, dann mal hier hoch. Multiplikator mal 4. Das sieht doch gut aus. Immer noch mal 4. Ah, elegant an alle dran vorbeigefahren. Ah, komm schon. Mal 5. Okay, das sieht gut aus. So. Ah, da hätte ich durchfahren können. Ah, Mist. Mal unten lang. Sehr nice. Ah, ich bin schon auf 1, aber das ist nicht schlimm. Ich werde trotzdem weitermachen. Ja, das ist schon ein cooles Event irgendwie. Ja, doch getroffen, die lila Fässer. Ah, nicht an alle vorbei, ey, schon wieder. So elegant dran vorbei, ne? Ungewollt natürlich. Letzte Runde. Das heißt, ich kann die aber auf jeden Fall noch holen. Ah, hier sind auch noch welche. Sehr nice. Guck mal, wir bekommen viel mehr, als wir brauchen, aber ist doch geil. So, Box doch. Ah, da sind noch mehr grüne. Sehr gut. Jetzt hier die Lila-Fresser wieder. Hä? Ich glaube, ich bin in falsche Richtung. No. Ah, Multiplikator weg. Aber egal, die Punkte sind schon mal sicher. So, war ja eh die letzte Runde, also das ist nicht ganz so wild. Die Punkte haben wir so oder so im Kasten. Also, ah, passt das? Ah, jetzt habe ich da ein paar von mitgenommen. Nochmal Multiplikator von 2, 3 sogar. Und ab ins Ziel. Sehr nice. So. Das war doch schick. Driving like you stole it. I like your style. Yeah. 163.144 Punkte. Da habe ich Obi, Boost und Schilden auf jeden Fall bei weitem geschlagen. So, Geldbelohnung. $3.400. Na, Fahndungsstufe geht auf jeden Fall ordentlich hoch. Ist nicht ganz ohne, ne?
So, Versteck, das heißt, das war's mit dieser Nacht. Da habe ich nichts mehr und da auch nicht. Das heißt, wir fahren jetzt auf direkten Wege zum Versteck. Coole Arena hier. So, wie komme ich hier raus? Nee. Das kann ich leider nicht durchfahren. Die Lücke da ist zu eng. Hier kann ich raus direkt. Aber da ist ein Kopf im Weg. So, 17.025 würde ich jetzt einfahren. Ah, oh, da vorne ist auch ein Kopf. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir sind nämlich ein bisschen aggressiv. Gerade mittlerweile so. Auf dem Fahndungslevel. Ah, gucken. Ja, da komme ich hoch. Sehr gut. Sehr nice. So, ein bisschen die Kopf austricksen hier. Was für ein Sprung. Sehr geil. Alter, unten schon wieder. Alles voll hier mit Kopf. Ich muss echt aufpassen. Ich fahre einfach hier quer rüber. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ja. Von überall kommen sie jetzt. Einfach quer hier runter. Wow. Alter. Hä? So doll da reingeknallt, kein Unfall. Was für ein Glück, ey. Aber darf auch mal Glück haben, ne? Oh, nee, 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 nee. Fahr geradeaus. Er fährt einfach nicht los. Er fährt nicht los. Was ist das denn? Er fährt einfach nicht los, ey. Habt ihr das gesehen? Ich war auf Vollgas und der ist einfach nicht losgefahren. Ah, nicht noch dann. Halt, 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 halt. Los, wir sind mal schneller. Links kommt schon wieder ein Kopf. Ey, das ist doch der Hammer. Boah, geradeaus auch. Sehen die mich? Nein. Boah. Man darf auch mal Glück haben, ne? Ehrlich. Boah, da ist der nächste Kopf. So für zwei Kopf. Halt. Fahren wir hier lang. Oder quer rüber. Und das Ding ist eh falsche Richtung. Oh, da haben wir noch eine Street Art. Sehr gut. Wo denn hier in der Ecke? Da. Sehr nice. Haben wir eingesammelt. Und ab in die Garage. Garage aus dem. Ja, machen wir. So, 20.000 habe ich wieder. Sehr schön. Dann will ich mal gucken, was wir damit. Passe deine Herausforderung jederzeit an. Falls dir alles zu einfach oder schwierig ist, kannst du den Schwierigkeitsgrad von der Garage oder dem Spielmenü aus in den Einstellungen ändern. Okay. Wenn wir auf die Vergangenheit zurückblicken und die Zukunft im Auge behalten. Unsere Vergangenheit prägt unsere Zukunft, so wie die Vergangenheit einmal unsere Zukunft gewesen ist. Stimmen Sie für Bürgermeisterin Morgan Stevenson. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Lakeshore. Aha. Das kommt ja gar nicht schräg rüber. Okay, da habe ich nichts Neues freigeschaltet. Wenn du echt glaubst, dass das Jeans das beste Restaurant der Stadt ist, bist du verrückt. Sport und Pro. Das ist es wirklich. Im Norden gibt's da diesen kleinen Laden. Alfredos? War mal da. Ist aber nicht so gut. Ernst jetzt? Absolut. Guck mal. Dann weiß ich jetzt, was ich heute Abend esse. Klingt gut. Seht ihr das? Geht auf mich. Sport und Pro? Wobei doch, Pro ist natürlich besser, aber die 97 km/h sind bei Sport in 4,8 oder 4,7. Achso, nee, passt. Ich habe falsch rum gedacht. Okay, einbauen. Was? Nicht verfügbar? Hä? Ohne Upgrades fortfahren. Das Auto kann nicht auf A+ verbessert werden. Ach, ey. Ist das ein Rotz. Ich will den Wagen aber noch ein bisschen verbessern hier und da. Da wird der auf A+ gehen. Ich kann den nicht auf A+ verbessern. Oh, Rotze. Geht nicht.
Das ist sofort A+. Das heißt, das Auto ist zu Ende getuned. Mehr geht nicht. Boah, ist ja mies. Hä? Der Wagen ist zu Ende getuned. Wir sind da. Guck mal. Direkt die nächste Stufe, 215, 220. Ist sofort A+. Das heißt, wir haben das Maximum mit dem Wagen erreicht, 208. Oh, das ist aber echt mies, ne? Dann stecke ich da jetzt gerade kein Geld mehr rein. Dann müssen wir mal gucken, dass wir ein neues Auto bekommen, ne? Was haben wir denn? Nitro-Wandler-Sprung. Wir haben schon hier ein paar schöne Sachen freigeschaltet, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wir können den Wagen nicht upgraden auf A+. Ach, Mann. Kaufen und verkaufen. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir irgendwo ein A+ bekommen. Warte, was würde der nächste oder der erste A+-Wagen kosten? Wir gucken mal hier. Das ist alles B. Alles B. Hier haben wir A. Boah, das sind natürlich andere Preise, ne? Ah, warte mal. Genau, der Wagen war ja, glaube ich, ein B, ne? Wir sind ja... Warte, wo ist er? Da ist er. Das heißt, wir haben den von B auf A getuned. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein A-Auto kaufen, damit wir von A auf A-Plus tunen können. Aber das gucken wir uns im nächsten Teil an, denn das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, natürlich kostenlos abonnieren nicht vergessen. Mach die Glocke an, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und ansonsten bin ich jeden Samstag ab 14 Uhr live auf Twitch. Bin jetzt erstmal raus und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.